Dilettanten waren derartig kooperativ mit den Kindern und die haben so ein Gespür auch für die Clan und sind perfekte Musiker. Ich war in erster Linie zuständig für die Ensembles, also für die Instrumentalteile und also eher so praktisch die Kinder in die rockige Richtung ein bisschen zu motivieren sozusagen. Also die Instrumentalteile sind eher so meine Aufgabe gewesen. Es hat vor 2 Jahren die Anregung gegeben von der Medley Folk Band an mich, ob wir nicht so ein Konzert einmal machen würden mit ihnen. Und zuerst habe ich ein bisschen geschluckt, habe mir gedacht, ist das unsere Dimension? Und es war ein Riesenerfolg, es war ein Riesenspaß. Und im Publikum ist der Bammer Wolfgang gesessen, der gesagt hat, wow, war das super. Und da habe ich gewusst, es war wirklich super. Und in dem Augenblick ist eigentlich bei mir schon wieder, da ist man ja glücklich, gell, wenn man so von der Bühne runterkommt, denkt man immer an die viele Arbeit. Und da ist bei mir schon im Hirn das ein bisschen losgegangen. Ich dachte, oh. Und habe gleich gesagt, das könnten aber wir auch mal machen. Jetzt haben wir 2 Jahre Zeit gehabt zum Nachdenken und wir waren wirklich so verrückt, uns darüber zu trauen. Und es war, glaube ich, gar nicht so verrückt. Es war super, dass wir uns getraut haben. Was gefällt euch an die 60er Jahre? Die Kleidung und die Lieren und einfach das Bunte. Die Musikhauptschule Helmholtz und die wiedervereinten Dilettanten präsentieren Singing 60s, eine Sommernachtsparty im Zeichen der 60er. Jetzt! Say yes, I say no. Ein Hello gilt unseren Kids aus der Musikhauptschule Helmholtz. Ein Hello gilt den Dilettanten. Und ein lautes Hello gilt Ihnen, liebes Publikum. Ein besonderes Hello möchten wir heute auch all jenen zurufen, deren Eltern es sich nicht erträumt haben, dass sie hier und heute von uns als Ehrengäste begrüßt werden. Und wir begrüßen jetzt aber wieder mit einem kräftigen Hello die 60er Jahre mit einem Hit der Mamas und Papas, nämlich California Dreamin'. All the leaves are brown, and the leaves are brown. California dreaming on such a winter.
bag, yeah. When I'm looking for a place to hide, when I saw Carmen and the devil walking side by side, and I say, hey, come on, oh, come on, let's go down, down. She said, I gotta go, but my friend can't stick around. Ooh, ooh. Take a load of Fanny, take a load for free. Der einzige Bursch, der was noch in der Oberstimme singt. Ja? Wie ist dir da gegangen unter alle flotten Mädchen? Recht gut. Baumpower. Mit mir. We'll be right back.
just like the rest. I like my sugar sweet, but don't think is making haste. Just ain't my cup of meat. Everyone's beneath the trees, feeding pigeons on a limb. When the queen of the Eskimo gets here, all the pigeons gonna run to him. Yeah.
pain and too much sorrow. And do I feel the same tomorrow? Well, this could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. Oh no. Thank you.
hat es halt voll gut gefallen und ich finde das auch so super, dass wir sowas machen dürfen. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Close your eyes. She's somehow closer now. Softly smile. I know she must be kind. Besten gefallen. Good vibrations. Good vibrations. Good vibrations. Good vibrations. Good vibrations and I shall be released. Es war schon cool, dass uns die Lehrer das zutrauen und dass wir da überhaupt mitmachen dürfen, weil wir jetzt noch nicht eigentlich so lange singen und eigentlich das Abschlusskonzert von der 4. Klasse sind. Das ist voll cool. Wie war das mit so einer großen Band da mitzusingen? Es ist ganz was anderes wie in einem Einzelchor, weil viel mehr Musik ist und das ist, ja, es ist voll cool. Every man who could be here. I see my any day now.
say every man needs protection. They say every man must fall. And yet I swear I see my reflection. Someplace so high above this world. I see my life come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall be.
Das war ganz, ganz, ganz easy. Also die Kinder haben sofort mit voller Power mitgemacht. Man hat es auch auf der Bühne gesehen, es sind strahlende Gesichter gewesen. Also das ist, ich muss wirklich sagen, als Lehrer ist das das Allerbeste, ist mit Kindern musizieren. Das ist das Feinste. Am Anfang war es voll aufregend und so und ich habe nicht gewusst, ob wir jetzt alles richtig machen, aber dann ist es eigentlich locker dahin gegangen und dann. Wir haben es sehr super gemacht eigentlich. Das Wunder an sich war, wie wir die Chorstimmen zum ersten Mal gehört haben. Ich habe mir gedacht, wenn es einen Himmel gibt und ich komme mal dorthin und ich mache die Tür auf, dann muss das so klingen. Girls, yeah, I think the girls could be California girls.